Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, wir haben in der letzten Folge unsere Base ein wenig erweitert. Wir haben noch einen großen Raum dran gebaut und auch noch den ein oder anderen Verbindungsgang dazwischen gebastelt. Teilweise ein bisschen umgebaut. Hier haben wir ein T-Stück reingesetzt, um jetzt hoch ins Observatorium zu kommen. Jetzt haben wir halt noch hier diesen Glasgang offen. Und ich habe am Ende der letzten Folge gesagt, ich mache mir mal ein paar Gedanken darum, wie wir damit weitermachen. Habe ich nicht getan. ich würde den ganz gerne hier so rüber bauen. Die Frage ist halt, wie wir dann damit fortfahren. Wir könnten den vielleicht könnten wir den so rüber bauen und dann so runter und dann von der Seite aus irgendwie hier noch anklemmen. Müssen wir mal schauen. Ich habe da im Moment noch keine Idee zu. Oder wir stacken hier einen zweiten Raum drauf und bauen den Glasgang so dran. Wäre vielleicht auch eine Variante. Das müssen wir mal schauen. Da wird uns schon noch irgendwas einfallen. Ich würde gerne das Pfadfinderwerkzeug bauen. Und würde dann jetzt mal langsam, aber sicher anfangen, in die Wracks zu tauchen. Meine Nase kribbelt. Wir brauchen zwei Schlingpflanzen-Samenbüschel, einmal Kupferdraht. Okay. So, warte. Schlingpflanzen-Samenbüschel. Wind, Medic. Warte mal, wir machen mal hier Tools. Achso. Nee, Quatsch. Ich habe da gerade die zwei Ionenwürfel gesehen, aber ich habe sie gar nicht rausgenommen. Egal, ist nicht schlimm. Wir nehmen uns hier Schlingpflanzen-Samenbüschel. So. Sehr gut. Und dann machen wir uns einen Kupferdraht. Ich dachte wirklich, wir hätten das schon mal irgendwo hergestellt. Oh ey, sag mal, Jones, was ist denn los? Hier, da, Pfadfinderwerkzeug. Das stellen wir uns her. Und dann würde ich sagen, wir machen uns noch einmal Silikon. Machen uns einmal Silikon und einmal Schmierstoff. So, und haben wir noch einen Schrank gebaut? Habe ich noch ein Titan irgendwo? Ja, sehr gut. Ich würde hier mal einen Schrank hinhängen wollen. Der hängt relativ weit oben. Ich kann den sogar hier dahinter hängen. Hä? Ich würde den mal so hier hinterhängen. Und dann nennen wir den mal Prefab. Und da würde ich dann so Sachen hier reinmachen, die schon vorgebastelt sind, sozusagen. Wir haben hier noch das drin, das und das. Da würde ich die Ionenwürfel mal reinschmeißen. Und auch das Fasergewebe. Das Blei kann erstmal weg. Die Batterien können erstmal weg. Nehmen uns eine als Ersatz mit. Der Stalkerzahn kann noch irgendwo hier rein. Genau. Da haben wir auch noch ein Messer. Das kann weg. Ich weiß leider nicht, wie lange wir noch Strahlung haben. Haben wir eigentlich eine neue Nachricht? Nee. Auf jeden Fall hätten wir jetzt erstmal davon sozusagen genug. Ein bisschen Wasser wäre noch nicht verkehrt. Ich glaube, wir haben das auch noch Prefab. Hatte ich nicht noch irgendwo Wasser? Nee, wa? Oben in der Zyklop müsste man noch Wasser haben. Okay, pass auf. Wir schmeißen das eine Ding noch hier rein.
Und ich nehme mir noch eine Batterie mit. Man weiß ja nie, das haben wir gerade checken. Laserschneider, Reparaturwerkzeug, Scanner, Pfadfinderwerkzeug, Taschenlampe, Seegleiter. Medikits habe ich noch oben in der Zyklop. Wir brauchen aber noch unsere Motte. Das wäre nicht schlecht. Können wir die auch direkt mal reparieren? Ach, das Ding hat ja auch noch Sachen hier drin. Lass das mal rausnehmen. So, Kreaturenei. Das ist ein Seed. Dann haben wir ein wenig Silber. Wir haben ein wenig Gold. Und ein paar Diamanten. So, sind wir die auch los. Gut. Was haben wir da drin? Wasser, gehökelter Glubscher. Ja, cool, wunderbar. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hau mir nochmal gerade hier den Wanz voll. So, ein paar Seeds haben wir übrig. Dann speichern wir hier mal ab. Und jetzt schauen wir mal, wir sind da. Dann würde ich sagen, wir fangen einfach hier an. Aber da würde ich dann tatsächlich mit der Motte einfach hier rumfahren. Da brauchen wir jetzt nicht mit der Zyklop hier rumeiern. So. All systems online. Und dann schauen wir mal hier. Das hier ist das erste Wrack, ne? Das können wir wahrscheinlich direkt gelb machen. Hier dürfte eigentlich nichts mehr irgendwie liegen, was uns noch fehlt. Weil hier waren wir ja schon ganz zu Anfang. Da dürfte eigentlich, also hier dürfte eigentlich nirgendwo irgendwie noch was rumliegen, was wichtig ist. Wenn meine Nase nicht bald aufhört zu kribbeln, muss ich die Kamera ausschalten. So, ja, gut. Also, das haben wir. Dann ab in die Motte. Ab in die Motte. Fahren wir darüber. Wrack 23 Meter. Hinten am Livepod. Das ist dann hier irgendwo die Trümmerteile, die hier rumliegen. Das hier, ne? Jo, das ist das. Hier dürfte aber auch nichts mehr sein. Was wir noch nicht gescannt haben oder so irgendwie. Gibt es auf jeden Fall Luft. Okay. Dann haben wir das auch. Und dann nächste Trümmerstelle würde ich vielleicht mal die hier angehen. 32 Meter tief. Das auch erledigt. Also ein Stückchen zu fahren, okay. Entschuldigung.
Skinner. So, das ist hier die Stelle, ne? Jo. Machen wir die auch direkt gelb. So, da liegt noch eine Signalboje. Die scannen wir uns weg. Einfach nur fürs Titan. So, da unten gibt es auch Quarz. Ist gerade duster. Ich glaube, ich gehe mir mal ein bisschen was holen. Weil man das halt gerade besser sieht, ne? Im Dunkeln sieht man das Quarz einfach besser. Das war schon immer so in Subnautica. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Wir brauchen das sowieso. So, hier war auch noch was. So, cool. Ja, das soll mal reichen für den Anfang. Packen wir mal einen Teil davon weg. Dafür haben wir ja schließlich unser Staufach an der Seemotte. Können wir da schön was reinpacken. Hier sollte eigentlich nichts mehr liegen. 30 Sekunden. Ja, das hat man ja auch schon gelb gemacht. So. Okay. Dann von da aus, was ist das? Rettungskapsel 17, in der Nähe eines Höhlen 17, 100 Meter. Wrack 24 Meter. Das müsste der Livepod sein bei der Aurora, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Fahren wir mal dahin. Dass wir endlich mal ein paar dieser Wracks und Livepods mal schon mal abhaken können, ne? So. Oder ist es das? Ist das hier? Ist es das hier? Gravitationsfallen-Fragment. Irgendwo soll es ja auch den Kaffeeautomaten geben. Das ist voller Seegleiter. Ich frage mich, warum ein Raumschiff so viele Seegleiterteile an Bord hat. So, da liegt noch Blech, das lasse ich mal liegen. Bojen und noch ein Gravitationsfallenfragment. Da ist nichts drin. Noch ein Seegleiterteil. Inventar sagt halb voll. Ja, sollen wir mal genügen, wa? Für den Anfang. So, dann können wir das Ding hier auch gelb machen. Dann käme das da. Wrack 34 Meter. Weiter in der Richtung. Ein bisschen weiter links. Jo, das passt. Auf zum nächsten. Dafür ist die Karte natürlich perfekt. Ne? Die Tatsache, dass man die Wracks auch noch einfärben kann, das ist dann natürlich richtig gut. Ist das schon das? Ja, das ist es schon. Okay.
Das wäre doch ein schöner Wagen zum Hinstellen, aber den kann man leider nicht scannen und bauen. So, nochmal Seeboje. Signalboje. So sage ich immer Seeboje. Noch eine. Racherfisch. Ey, der war doch schon vorher explodiert. Schwefelpflanze, haben wir die noch nicht gescannt? Echt jetzt? Hatten wir noch nicht gescannt, die Schwefelpflanze? Interessant. Da ist wieder ein Bild von unserer Freundin. Was ist das hier für eine schicke Höhle? Die ist ja cool, die gefällt mir, die Höhle. Okay, cool. Da ist noch ein Seegleiter drin. So, dann können wir das auch abschließen, das Ding hier. Welcome aboard, Captain. Dann haben wir da noch. So, die liegen jetzt tiefer. Das ist 128 Meter. Ich würde sagen, wir fahren mal dahin. Ich würde sagen, wir fahren mal da runter. Also einmal 180 Grad Kehrtwende. Ja, Richtung passt in etwa. Dann gehen wir doch mal schauen, was uns da erwartet, ja. So, mittlerweile bin ich umgestiegen von Kaffee auf Zuckerplörre. Muss sein. So, da geht's runter zur Degasi-Basis. Ah ja. Aha, okay, alles klar. Ist es das hier? Nee, aber hier waren wir schon. Das haben wir schon abgehakt, das Ding hier. Ich schaue mich nochmal kurz um. Vielleicht doch noch irgendwie was sehen, aber das hatten wir schon abgehakt. Gut. Da geht's richtig steil bergab. Also die Richtung passt. Ich glaube, ich ahne Böses. Oder? Nee, doch nicht. Ich dachte wirklich, jetzt kommen wir genau zu dem Wrack, was am schwierigsten ist. Aber das ist nur ein kleines. Ich schaue mich gerade ein bisschen um. Da liegt nur ein Glastisch. Okay. Wir parken mal die Motte hier. Schauen wir mal. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Jede Menge Sandsteine, jede Menge Salz. Kriegen wir nicht auf die Tür. Machen wir hier vielleicht doch schon. Da ist nichts drin. Brauchen wir meine Taschenlampe. Doch, hier waren wir schon drin, aber wir haben es nicht abgehakt. Wir waren vermutlich hier drin, als wir noch keine Karte drauf hatten. Kiste. Ein Wasser. Ja, das schnubbel ich mir mal weg. Dann sind wir das los. Batterieladestation. Okay, die können wir schon bauen. Brauchen wir nicht scannen. Wo kommen wir hier hin?
Okay. Mit noch einem Stuhl. Noch ein Wasser. Noch eine Batterieladestation. Und hier die Tür ist vermutlich... vermutlich dieselbe Tür wie die, die wir gerade hätten können aufschneiden, oder? Schauen wir mal. Wir schauen mal, was hinter dieser Tür auf uns wartet. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas Interessantes. Energiezellen-Ladestationen brauchen wir auf jeden Fall. Ja, hier waren wir gerade. Wir sind jetzt einmal außen rum geschwommen. Batterieladestation. 30 Sekunden. Okay. Na, geh raus. Sag mal. Oxygen. Okay. Sehr gut. Das war dann dieses Wrack. Und dann könnten wir... Ich würde sagen, wir fahren zur Rettungskapsel 17. Da nach Nordosten. Nordwesten. Stimmt, ich habe ja einen Kompass. Hätte ich ja eben mal drauf gucken können, als ich die Richtung gestimmt habe. Wir müssen ein bisschen weiter. Einen Klick weiter nördlich als westlich. Ist das dann schon Nord-Nordwest? Weiß man nicht, ne? Kann man nicht so genau bestätigen. Ist es das Wrack da? Aber da ist doch auch irgendwas. Da liegt doch auch was. Das hat er noch gar nicht aufgedeckt. Okay, dann machen wir das hier. Hat das aufgedeckt. Wir schauen uns um. Metall. Da ist eine Tür zum Aufschneiden. Das machen wir mal direkt. Das Wracktauchen in Subnautica war schon immer spannend, ne? Das hat schon immer richtig Spaß gemacht. Ich meine, das hier sind ja jetzt noch die kleinen Wracks, ne? Die großen kommen ja noch. Wo es dann mal schwierig wird, ne? So, da ist die nächste Tür. Batterieladestation. Hubkanone. Okay, dann machen wir die auch noch auf. So, ich hol kurz Luft. Dann fahren wir ein Stück näher. Das ist übrigens so ein kleiner Tipp von mir an alle, die vielleicht noch nicht so viel Subnautica gespielt haben. Ihr solltet, wenn ihr Wracktauchen geht, eure Seemotte oder euer Gefährt, indem ihr Luft holt, was ihr halt gerade verwenden solltet, ob das jetzt die Zyklopis oder die Seemotte oder der Krebs, immer nahe am Eingang parken. Batterieladestation. So, da ist leider kein Modul drin. Mobile Fahrzeugstation. Hier liegt noch ein Stuhl. Einfach damit ihr relativ zügig an neuen Sauerstoff kommt, wenn es mal gefordert sein soll. Oh, eine Datenbox. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ja, cool. Modifizierungsstation. Da wäre sie auch gewesen. Batterieladestation. Ein Wasser. Wasser können wir direkt trinken. So, okay. Hier geht's nicht weiter. Dann haben wir hier eigentlich alles. Die Fragmente hier drin, die lasse ich liegen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt.
So. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Brauchen wir einen Plaststahlbarren und eine Tauchflasche mit hoher Kapazität. Ja, sehr nice. Dann lass doch mal jetzt gerade zurückfahren. Ein bisschen Titan haben wir. Wir sammeln uns noch so das ein oder andere Titan gerade auf dem Rückweg. Das sammeln wir uns ein und nehmen es mit. Das da zum Beispiel. Und dann bauen wir uns direkt die Tauchflasche. Umso länger können wir unter Wasser bleiben, beziehungsweise in den Wracks bleiben. Aua! So. Nehmen wir uns mal noch ein Salz mit. Hängt hier noch ein Stein rum. Irgendwo. Komm, hier gibt es doch bestimmt irgendwo noch einen Stein. Einmal Blei. Einmal Silber. Und dann ist Inventar voll, wenn ich mich nicht täusche. Jo. Okay. So, dann fahren wir nach Hause. Und bauen uns noch die Tauchflasche. Und schon können wir wieder ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Das finde ich gut. Entschuldigung. Schwimmen mir wieder einfach so vor den Bug, ey. Ich glaube, das ist Absicht. Ich glaube, das haben die Entwickler extra so reinprogrammiert. So, gleich sind wir da. Und dann gibt es eine neue Tauchflasche. Dann haben wir zumindest mal schon mal einen Teil der Wracks. So ein bisschen, abgeklappert. So. Überlege gerade. Ach komm, wir docken an. Ist nicht schlimm. Welcome aboard, Captain. So. Hier lang. So, da ist die. Wir brauchen einen Plaststahlbarren. Das heißt, wir brauchen erstmal Titan. Uns direkt einen Barren machen, dann haben wir ein bisschen Platz. Dann haben wir auch eine neue Nachricht. Die ist bestimmt von der Sunbeam. Wollen wir da mal reinhören? Ich glaube, das machen wir mal. Holen wir mal gerade noch Lithium. Dann machen wir uns einen Plaststahlbarren. So, dann fehlt uns noch die Tauchflasche. So, wir hatten 135 Sekunden oder so, ne? Eben. Ach so, die Beweglichkeit ist dann nur besser. 90 Sekunden Sauerstoff. Okay, aber es gibt ja noch eine... Es gibt ja noch eine Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität oder sowas, ne? So. Silber. Salz war da drüben. Nein. Wo hatte ich denn... Wo hatte ich denn Salz hingeschmissen? Nehmen wir das hier. Der Höhlenschwefel kann da noch rein. Wir tauschen
Hier die Batterie. Hier die Batterie. Die können wir auch direkt tauschen. Die auch. Lass die gar nicht erst ganz leer werden. Immer schön voll machen zwischendurch. So, nehmen wir uns noch eine mit für den Notfall. Konstruktionswerkzeug brauchen wir nicht aufladen, das passt schon. Gehen wir nochmal kurz zur Motte. Komme ich da jetzt an den Schacht dran? Ja, ne? So, sehr gut. Cool. Haben wir das einsortiert, dann schmeißt man das Quarz noch weg. Und dann hören wir uns mal die Nachricht an. This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Okay. Signal location uploaded to PDA. Okay, gut. So. Wir können leider noch nicht so extrem lang unter Wasser bleiben. Jetzt ist die Frage, ich würde sagen, wir kümmern uns um die Wracks hier in der Nähe. Diese hier. Da kommen wir überall ganz gut hin. Wir müssten doch auch bald die Strahlung überstanden haben, ne? Die müsste doch eigentlich bald vorbei sein. Von der Aurora. Dann könnte man nämlich endlich das Kreislauftauchgerät mal nutzen. So, okay, pass auf. Hauen wir hier noch was rein. So. Uns geht's gut. Wir haben Nährstoffblock, 2 Wasser. Alles klar. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge nochmal wieder. Und dann geht's weiter mit der Wracktaucherei. Dass wir uns zumindest mal schon mal einen Teil hier abgeklappert haben. Dann haben wir das aus dem Kopf. Und dann können wir uns wieder anderen Sachen widmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da und ich wünsche euch was. Ne? Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.